What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Haben nichts zu essen und haben schlechten Zustand. Jetzt werde ich mich hier erstmal Wolfsbiss, rechter Arm, linke Hand, Truhe, Verband anlegen. Blutverlust. Okay, erstmal das hier anlegen. Und dann, was habe ich denn noch für Leiden? Tagebuch, Lageraktion. Okay. Also, wir haben Antiseptikum. Auf das Infektionsrisiko. Das war gerade eher relativ schnell und uncool, die Aktion. Unterkühlungsrisiko und hau dir einen Tee rein. Alles klar. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich esse was, weil sonst verliere ich nämlich noch weiter Leben. Ich esse und trinke was. Hast du das Rehfleisch mitgenommen? Nein, ich habe nur... Ich muss mich jetzt gleich ausruhen, das wird sonst nichts. Das hier mitgenommen, um zu trocknen. Ich weiß, mir geht's gerade gar nicht gut. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das wieder hin. Und zwar ist mein Plan der, ich gehe da raus und hole mir das Fleisch von dem Reh vor der Tür. Und dafür ballere ich mir jetzt ein bisschen Essen rein und hole mir das Fleisch. Und den Wolf vertreibe ich. Ich muss den Wolf vertreiben. Es geht nicht anders, weil der macht mir richtig Probleme. Nach wie vor, weil ich... Gut, vertreiben ist so ein Ding. Der wird ja wieder kommen, aber wir kriegen es hin. Jetzt gucken wir. Vielleicht schlafen wir mal ein Stündchen. Du hast den Wolf ein Messer in den Nacken, der ist RIP. Nein, ist er nicht. Du musst den Verteidigungsbalken komplett hochhauen. Wir machen ein Feuer und wir haben noch Essen, wir haben auch noch Trinken und das restliche Essen liegt vor der Tür. Also ich darf jetzt keinen Stress machen. Wenn ich jetzt rausgehe, kann es sein, dass die mich einfach platt machen. Deshalb mache ich mir jetzt Hagebutte-Tee, heil mich hoch, ess, was ich habe und dann gehe ich da raus und Bibel. Und dann gehe ich da raus und hole mir das Fleisch. Turned out pretty well. Kohle, Stöckchen, Zedern rein und ein paar Stöckchen. Aber warum kann ich diese Hagebutten nicht benutzen? Tell me that. Warum kann ich jetzt meine Hagebutten nicht zu Tee machen? Das ist halt echt einfach nur schwach. Weil ich habe dieses verstauchte Handgelenk und könnte mir hier Painkillers reinhauen und dann wäre es gut, aber naja. Er verbrennt die Bibel, nein. Okay, wir haben kein verstauchtes Handgelenk mehr. Wir
können uns hier nein, ich habe was reingelegt, das war jetzt dumm. Ein Fackelstück nehmen. Und wir probieren's. Vielleicht brauchst du was, was den Tee beinhaltet. Na, Wolf? Windgeschützt werde ich hier kein Feuer machen können, aber egal. Komm schon, geh an, geh an, geh an, geh an, geh an. Geh an und nicht mehr aus, komm. Der Wolf rennt hier rum. Oh Gott. Buch verbrennt, Buch. Breaking News. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir werden in die Nacht rein, da hinten auch noch Fleisch farmen. Oh nein, reicht die Zeit? Es wird eng. Und dann hau ich mal noch rein. Ein Stock. Wow. Dieses Wetter. Holy moly. Essen. Trinken. Extra kauen. Und was wollte ich machen? Was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Wir nehmen ein Fackelstück. Gut, wir leben gerade am Limit. Wenn da hinten jetzt Wölfe sind. Bei meinem Reh. Nee, alles gut. Wäre ich ein bisschen angenervt gewesen. Auf jeden Fall muss ich, bevor ich in die Stadt losgehe, mich hinlegen, lange hinlegen. Und aus zwei Gründen werde ich das tun. Vielleicht finde ich ja noch Pilze. Federn. Ich muss mich lange hinlegen aus zwei Gründen. Ich will ausgeschlafen loslaufen, um das ganze Gepäck tragen zu können. Und zweitens, ich brauche unbedingt einiges an Leben, die regeneriert werden müssen. Also ich muss mich ausruhen, um loszulaufen. Warum kann ich hier... Oh nein, der Wind hat meine Fackel ausgemacht. Ein Kilo, 30 Minuten. Probieren wir es. Ist aber extrem gefährlich, was ich jetzt gerade mache. Ist zu windig. Das ist extrem gefährlich, wenn da jetzt ein Wolf kommt. Woran erkenne ich einen The Long Dark Spieler? Federn, Federn. Unterkühlungsrisiko. Nee. Oh nein, schnell zurück. Jetzt kommt gleich wieder der Wolf und zerstört mein Leben. Oh nein, ich habe Fleisch abgelegt. Das ist gerade echt hart am Limit.
Just don't lay down. Ja, gut, Gott. Lol. Handbeschleuniger rein. Passt schon. Und coole Stöcke. Geschmackloses Reh. Eins. Geschmackloses Reh die erste. Geschmackloses Reh die zweite. Unterkühlungsrisiko ist geheilt. Und haben wir noch Wasser? Wir haben noch 4 Liter trinkbares Wasser, das sollte ja reichen. Okay. Das restliche Fleisch muss ich morgen holen. Nichtsdestotrotz hauen wir uns so viel rein, wie nur geht. Und natürlich trinke ich auch so viel, wie nur geht. Damit ich maximal generieren kann. Und wir schlafen jetzt mal 6 Stunden, dann klingelt der Wecker und ich werde dann im Anschluss noch mal was trinken. Ja, ich weiß, man sieht wieder nichts, ich sehe auch nichts. Wie geht's mir denn? Ja, ich habe Durst. Ja, Durst nicht, aber die Hälfte vom Wasser ist auf jeden Fall weg. Er hat noch mal fast einen halben Liter getrunken und jetzt schlafen wir uns theoretisch komplett aus. Ich werde zwar niemals 12 Stunden mehr schlafen, aber ich stelle es aufs Max, damit er sich wirklich so komplett erholt, wie es nur geht. Und da sieht man, das Wasser ist wieder komplett aufgebraucht. Also hätte ich nicht getrunken, mitten in der Nacht, hätte ich jetzt auch keinen vollen HP-Balken. Weil er dann, wenn er durstet, wieder Leben verliert. Das heißt, ich wache dann morgens auf und bin schon erschöpft, weil ich im Endeffekt gedurstet habe die ganze Nacht. Das ist der Grund, warum ich 6 Stunden schlafe oder vielleicht auch mal 7, je nachdem wie müde ich bin. Und dann komplett mich wieder voll trinke und dann wieder von vorne. So, 25 Kilo. Können wir was ablegen? Brauchen wir was nicht? Die Bücher sind ziemlich schwer und deshalb werde ich die jetzt nachher primär mal verbrennen. Rehfleisch zum Frühstück. Hm. Das ist richtig, Moritz. Lecker Schmecker Rehfleisch. Unsere Stats sehen sehr gut aus. Alles wieder auf Vollgas. Nee, oder? Doch. Wie war das nochmal mit Köder ablegen hier? Gönn dir das Fleisch! Gönn dir, Bro! Und geh weg, perfekt. Okay. Ist zu windig, um Feuer zu machen. Eine Stunde, komm, zerleg das Ding. Der Tag ist ja schon wieder vorbei. Ich hab den ganzen Tag verschlafen. What? Ich habe ernsthaft den ganzen Tag verschlafen. JKGG, hallo, grüß dich. Okay. Nebel perfekt, wenn Wolf da ist. Da ist was dran, Moritz.
suboptimal. So, Bücher habe ich gesagt, müssen weg. Das Buch muss weg. Das Buch. Naja, ihr wisst ja, Buchservice und so. Brennstoff rein und schimmliges Reh. Naja. Man kann sich's nicht raussuchen. Ich würde fast sagen, wir sind an der Apokalypse, in der Apokalypse. Nicht die Bibel. Der Wolf riecht ja leider. Ja. Also, um weniger tragen zu müssen, wir hauen uns wieder den Magen voll, trinken uns voll, auch wenn Einbruch der Dunkelheit ist, wir nehmen, das ist jetzt schon zu einem guten Fünftel getrocknet. Okay, vielen Dank, dass ich hier eine Bleibe haben durfte. Siehst die ab und zu, wie die deiner Fährte folgen? Ja, der hat schon direkt meine Fährte aufgenommen. Jetzt probieren wir mal was anderes. Und zwar gehe ich jetzt mal schleichend raus und probiere mich wegzuschleichen. Und wenn er dann doch kommt, kriegt er halt die Fackel. Taylor Clark bis 1983. Rest in Peace, Tyler. Der ist noch. Nam nam. Oh nein, er ist nicht mehr. Gönn dir meine. Reicht? Ich bin das mit. Nee. Nein, es reicht nicht. Oh. Holy. Holy, da, warum liegt da ein Benzinkanister unter mir? Ach, das hat wehgetan. Ich bin gerade noch mal rein, bevor ich gestorben bin. Okay, also, das heißt... Gehen wir mal ein bisschen offensiver gegen den Wolf vor. Nicht löschen, sondern direkt mal werfen. Okay. Das hat funktioniert, er war sofort vertrieben. Da ist ein toter Wolf. Moment mal, aber... Ist es der erste Wolf, mit dem ich gekämpft hatte? Moritz, hast du doch recht gehabt? War das der erste Wolf, mit dem ich gekämpft hatte? Liegt der jetzt da? Ich werde es wohl nie rausfinden. Auf jeden Fall muss ich weg, weil der andere lebt noch. Und der ist... Das ist der... Kirby, ich dachte, ich habe im Kampf keinen Stich gesetzt. Auf jeden Fall, Kirby, du kannst ja immer mal wieder reinschreiben, wie oft ich insgesamt gestorben bin. Ich habe überlegt, ob ich einen Death-Counter reinmache. Aber das ist so, Eins fällt mir noch ein, was ich noch kurz machen kann. So. Liegt da was, oder? Nee, okay. Die Radios gehen alle nicht. Wie gesagt, okay, Moritz, das wusste ich nicht. Und das Messer ist fast immer ein Kill. Okay.
Ach, und dieser Balken bedeutet im Endeffekt nur, wenn ich den Balken sofort hochbekomme, würde es bedeuten, dass der halt gleich richtig, dass er halt direkt einen Stich bekommt und ich habe dann meine Ruhe und kriegt dann nicht weiter noch, dann macht er mir nicht weiter noch Sachen kaputt und beißt mich und so. Aber ihr müsst euch mal reinziehen. Es ist jetzt zwar Einbruch der Nacht, was jetzt nicht gut ist, aber wenn man mal unten guckt, ich habe Essen, Trinken, bin fast komplett ausgeschlafen. Oh. Da sind Stromleitungen. Und Stromleitungen heißen definitiv, da ist ein Haus. Und bei guter Aussicht, und da ist eine Notiz. Der Wasserwerke von Großer Bär. Ah, Großer Bär ist also ein Unternehmen. Glück haben hängt davon ab, soweit ich weiß, random. Okay. Ich dachte auch, wie schnell man klickt. Oh, ich kann leider nicht hochklettern. Ich hätte die Aussicht jetzt bei gutem Wetter gerne genossen. Und natürlich mich orientiert, aber. This whole area here looks like it's been abandoned for a while. Zumindest mal dieses Haus sieht verlassen aus. Auch kein Hundi da. Wohl eher Glück für mich. Und kein Wolfi. Da hat's Nahrung. Der große Bär. So heißt die Insel. Okay. Hol dir ein Hundi. Das hier sieht aus wie ein Supermarkt. Häschen? Hallo? Knock knock. Who's there? It's me, I kill you. Ich hoffe doch nicht. Lol, da war gerade ein Hase. Oh je. Okay, ich lasse einfach mal so stehen. Bei Wegfahren kann ich es ja eh nicht. Okay, ich darf jetzt nicht anfangen, irgendwo hinzurennen und Häuser zu vergessen. Ich lasse jetzt diese Kreuzung aus, gehe jetzt hier wieder zurück. Da kommt Rauch aus dem Ohr. Wo? Wo kommt da? Wo kommt da Rauch aus dem Schornstein? Was? Okay. Oh, da liegt was zu essen drin. Gegenstand gefunden. Verrat, ich muss nachher, wenn ich Zeit habe und irgendwo ein Feuer brennt und ich habe noch ein paar Minuten, dann hocke ich mich mal hin und muss unbedingt mal meine ganzen Notizen durchlesen und mir mal ein bisschen Orientierung verschaffen. Ich bin wirklich noch großen Durcheinander. Das Haus auf dem Hügel, da kommt Rauch raus. Es ist halt so, ja. Okay, ich werde es jetzt so machen. Ich werde da liegt ein Reh. Nice. Ich gucke den Rest der Stadt jetzt durch. Missklick, sorry.
Ich gucke den Rest der Stadt durch und schaue mir an, was es sonst noch so gibt. Es gibt aber allerdings ein Problem mit diesem Haus. Es kann gut sein, dass da jemand zu Hause ist. Die Frage ist nur, wie werden die Leute auf mich zu sprechen sein? Beziehungsweise, sind es überhaupt die rechtmäßigen Eigentümer des Hauses? Und wenn ich da reingehe, in einer gottverlassenen Stadt, nach einem Sturm, den die mit Sicherheit auch mitbekommen haben, also sozusagen in einer Ausnahmesituation, gehe ich einfach mal in ein fremdes Haus rein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin irgendwie froh, Menschen zu treffen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich habe Angst, ne? Weil man weiß ja nicht, wie die reagieren. Gut, aber auf der anderen Seite ist es so, vielleicht ist es halt die, wie heißt sie denn? Die Astrid. Hat den Namen entfallen. Vielleicht ist es ja die Astrid, die da drin ist. Und die hat sich halt dieses Haus genommen. Genommen, ja. Dieses Haus hat sie betreten, um dort zu überleben. Das hier ist ein Post Office. Aha. Da kann man rein. Jetzt bin ich also, jetzt muss ich wieder ein bisschen sinnvoll vorgehen. Wir haben erstmal minus ein Grad gefühlt. Das ist ja sehr, sehr angenehm. Also das ist ja Wetter zum Schlittenfahren, oder? Gut, wobei gefühlt und Außentemperatur sind halt oft auch zwei Paar Stiefel. Und aber was ich ziemlich witzig finde, ist gerade, ich werde einfach mitten in der Nacht nachher in das Haus reinrushen, wo wahrscheinlich jemand zu Hause ist. Spricht auf jeden Fall für mich. Oh, wie weit man das Feuer sieht. Schön. Vielleicht sehen die ja auch mein Feuer und werden darauf aufmerksam. Stoff. Auf jeden Fall habe ich einen Haufen Brandbeschleuniger. Bücher sind bei mir natürlich immer herzlich willkommen. Ein Toaster, Streichhölzer. Du kannst Tiere auch verteilen. Geht dann schneller, gibt mehr Fleisch, aber da dürfen sie nicht mehr als 50% gefroren sein. Okay. Metallschrott. Schrank. Noch ein Schrank. Jetzt wird's dunkel. Ja, ich habe zwei Sachen mit einem Gedankengang abgehakt. Du kannst das Fleisch, die Tiere kannst du ja auseinandernehmen, also vierteln. Und dann kannst du sie verteilen. Du kannst die Sachen ja dann auch hin und her tragen, ne? Wenn ich das richtig weiß. Ich habe jetzt gerade durch das Lesen ein Ding gedacht, aber nicht gesagt. So. War das hier? War ich hier drin? Bevor ich jetzt die Orientierung. Nee, ich war nicht hier drin. Okay. Ihr merkt, ich verliere die Orientierung und. Ich check nicht mehr, wo ich drin war. Ich muss. Das war eine Schrotpatrone. Ich muss langsamer durchlooten und gezielt. Ich darf nichts übersehen. Ich will in jedes Haus rein. Ich muss die Ressourcen mitnehmen. Was natürlich dem entgegensteht, ist immer, ich muss mich beeilen und meine Freundin finden, weil ich nicht weiß, wie stark sie verletzt ist und ich daher auch nicht weiß, wie lange sie überleben kann. Hier war ich vorhin drin. Die Küche hatte ich durch. Das ist der Nebeneingang. Wir haben hier ein Schlafzimmer. Ich meinte natürlich ein Bett. Brauchbare Wollsocken. Sportsocken. Ich habe es nicht richtig gesehen.
Nochmal. I'm gonna have to leave something behind. Lol. Ah, das ist das Heizungsrohr gewesen wahrscheinlich. Das ist der alter Balter. Wow, das hat mich gerade getriggert. Okay, ich geh ins nächste Haus schlafen. Oh Mann, ey. Alter Falter. Need some first aid. Ich habe kein First Aid oder was? Ich habe keine Bandagen mehr. Ich verblute jetzt. Need some First Aid. Ich habe kein First Aid mehr. Wo könnte es in dieser Situation First Aid geben? Wenn dann nur noch in Häusern. Okay. Wir müssen. Gotta stop that blood loss. Das Ding hier nehmen, das gibt nämlich hell. Länger hell als gedacht. Okay, und jetzt kurz. First Aid, komm bitte. Das ist leer. Oh mein Gott. Warte, ich habe kein First Aid. Ich verblute. Es wird nicht mehr First Aid in diesem Haus geben, als das, was ich gerade eben. Stoff, kann ich mich mit Stoff verbinden? Das geht doch gar nicht. Wenn du sie nicht behandelst, wirst du schwächer und stirbst. Nein, ich kann. Es funktioniert nicht mit Stoff. Need some first aid. Stoff zu Bandagen reißen? Echt jetzt? Gotta stop that blood loss. Moment. Das hier ist Stoff. Aktionen. Zerlegen gibt zwei Bandagen. Boah, es funktioniert. Das ist jetzt meine Rettung. Gehen wir mal ganz schnell wieder rein. Und. Okay, vielen Dank. Der Tipp war jetzt wirklich. Gut und notwendig. Das war jetzt, würde ich jetzt nicht als Spoiler betrachten. Vielen Dank. Antiseptikum auftragen, Dead Count immer noch. Eins dank Mod, richtig. Okay. Ich muss mir nachher unbedingt die Facecam in der Wiederholung bzw. im Video angucken. Wo der Wolf um die Ecke kam. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass dann Wolf an der Ecke steht. Und ich glaube, es sah ziemlich lustig aus. Cool. Auf jeden Fall geil. Ja, für so einen Story-Mode, da ist doch die Facecam so, wie ich sie mir erhofft habe, ist sie sinnvoll.
Okay. Da vorne lag das. Ach, da bist du. Kleiner Strolch. Okay. Da hinten ist halt echt Licht an. Jetzt sieht man es, ne? Da brennt halt Galabeleuchtung da hinten. Aber das bedeutet ja theoretisch, dass die Strom haben, außer die haben dann einen Haufen Kerzen. Oder es sind sogar mehrere Leute da. So viel wie da leuchtet. Schlüssel des Bankmanagers. Ein Bankier hauste hier einst. Okay. Hier oben hat's doch ein Bett, oder? Hier hat's ein Bett. Wir haben gefühlte 8 Grad. Dann essen wir mal noch. Und trinken. Und dann machen wir gleich das Prinzip wie vorhin. 7 Stunden schlafen, trinken und dann den Rest. Und